Hallo und herzlich willkommen auf meinem kleinen Ausdauersportkanal für verschiedene Sportarten und Formate. Ich bin der Peter und damit kann es auch schon losgehen. Wir sind hier in Stromberg-Schindeldorf am Start bei Parkplatz P4 und nehmen jetzt mal den Flowtrail, die bekannte MTB-Strecke, unter die Füße. Vorab ein paar Fotos, damit man schon mal sieht, was nachher so kommt. Die Anlage hat keinen Lift, mit dem man irgendwo hochfährt und dann nur runterrollt, sondern man muss zwischendurch schon auch treten, was ich persönlich gut finde. Es gibt einen Übungsplatz mit Pumptrack, eine Menge Wurzeln, Felspassagen, Anlieger, Chors, Sprünge und Gaps. Und die verschiedenen Strecken sind nach Schwierigkeitsgrad farblich markiert. Von den Parts mit dem Totenköpfchen nehme ich, wenn ich mit dem Bike hier bin, lieber mal Abstand. Das eine oder andere geht wohl. Aber das meiste ist bei meinem doch eher bescheidenen Skill-Level und dem gegebenen Alter dann doch eine Nummer zu heftig für mich. Ich bin ja eher Ausdauersportler als Akrobat. Die Strecke ist aktuell wegen Winterpause noch geschlossen, aber wie schon an anderer Stelle erwähnt, habe ich mir die Genehmigung zum Ablaufen besorgt. Ich würde sagen, dann starten wir mal. Mal schnell gucken, was hier noch geboten wird. Auf dem angrenzenden Weg. So, fangen wir mal an. Das erste Schild. Ja, das ist ja ganz einfach. Wird der ein oder andere sagen oder denken. So sieht es bei uns im Wald auch aus. Aber der Park wäre ja nicht so bekannt oder berühmt, wenn das alles wäre. Da kommt schon noch ein bisschen was. Herrlich. Was für eine geile Strecke. So, da sind wir beim Thema. Nichts für alte Männer. Und der Totenkopf. Der macht mir richtig Angst. So, hier ist nochmal ein Schild. Aktuell geschlossen. So, aber der No-Jokes-Trail war eh keine Option. Und dann jetzt für die anderen Strecken links hoch. Und wer meint, das wäre nur so ein Funpark, wo man mit dem Lift hochgezogen wird und dann runterrollt. Hier muss man schon ab und zu auch drücken. Bevor ich es vergesse, ich habe gerade 18 Fotos bekommen von Jonas und Jonathan. Die waren gerade mit dem Mountainbike unterwegs und haben jetzt völlig versaute Räder. Ich nehme mal an, das war eine spaßige Tour. Und mit den beiden war ich auch schon hier. Zusammen auf dem Flowtrail. Und drum gehen jetzt einfach mal Grüße raus an Jonas und Jonathan. Weiter. Naja, mit dem Rad ist das schon spaßig. Zu Fuß jetzt nicht unbedingt so. Aber ich nehme es mal mit.
der letzte. Jetzt hier die Strecke mal kurz verlassen. Und zwar sehen wir uns jetzt im Übungsplatz noch an. An der Stelle jetzt mal noch ein paar Sicherheitshinweise. Also nicht, dass ihr da einfach mit einem billig Mountainbike und noch nie richtig was gefahren hierher anreist und dann meint, ihr könnt hier einfach über die Strecke eiern und Sprünge machen und das funktioniert alles so gut. Das ist nicht so. Das Rad sollte schon dafür geeignet sein. Da gibt es auch Prüfnormen und Aufkleber drauf. Und ihr solltet auf jeden Fall, was ja immer gilt, einen Helm tragen. Und für hier sind auch Protektoren sinnvoll. Auch Brust- und Rückenprotektor. Das ist auf jeden Fall mehr als sinnvoll. Und dann tastet euch langsam ran. Und so ein bisschen was in den Beinen solltet ihr halt auch haben. Denn allein bis hierher kann man sich halt als Untrainierter schon völlig blau fahren. So, jetzt gucken wir mal, was hier geboten ist. Wir sind jetzt hier auf dem Übungsplatz. Den laufe ich jetzt natürlich nicht ab. Aber ich zeige mal die ein oder andere Übung hier. Da ist auch abgesperrt. Jumpline. Ja, okay, der Pumptrack bei Nässe soll dann auch nicht befahren werden. Das ist klar, das ist ja schon gefährlich, wenn es trocken ist. Aber wenn es nass ist, ist das auf jeden Fall noch mal eine andere Nummer. So, hier sind ein paar kleinere Hubbel. Und wenn man sich das so anschaut, ich sag mal so, es wird ja keiner auf die Idee kommen, hier hochzufahren und dann hier auszurollen. Das heißt, hier anfahren, hier rüber und dann, ja, also das sind 45 Grad, tendenziell sogar geringfügig mehr. Dann hier zwei kleinere Drops. Ist halt ein Übungsparcours, da kann man sich mal rantasten. Hier ist eine Wippe. Top. Ein halber Balken. Was ich ja total mag, sind diese North Shores. Da gibt es im Wald auch noch welche. Super. Sicher noch ein bisschen Gelände hoch und runter. Und das hier, ja, das erschließt sich mir jetzt gar nicht so ganz.
Aber ich denke mal, hier springt man auf dem Hinterrad stehend von einem Stamm zum anderen. Einmal im Kreis. Haha. Ist wohl die Verpflegungsecke. Ist schon schade, dass ich jetzt kein Rad dabei habe. Da will man dann ja doch ein bisschen rumspielen. Gut, ein paar Meter zurück und dann geht's links rein. Dem roten und dem blauen Track folgend. Jetzt mal was ganz Wichtiges an die Adresse von den Leuten, die den Flow Trail gebaut haben, pflegen und unterhalten. Auf dem ich jetzt gerade stehe und der nicht mehr erkennbar ist. Der Pfeil ging hier rein. Aber ich sehe keinen Pfad mehr. Jetzt muss ich mich hier mal kurz orientieren. Okay. Hier ist noch was erkennbar. Hier liegt auch einiges an Gehölz, was gefällt ist rum. Also nochmal konzentrieren. Hier kurz drum herum gehen. So, da ist ja der Weg. Hoffentlich bleibt jetzt frei. Der Trail. Also, an die Leute, die die Anlage hier gebaut haben und unterhalten. Dickes, fettes Lob. Ist ja nicht so, dass man damit reich wird. Das ist eine tolle Sache, tolle Leistung. Letztlich für die Allgemeinheit. Und deswegen habe ich mir auch die Seite genauer angeguckt. Den Mitgliedsantrag runtergeladen, ausgedruckt. Und werde das also ausfüllen. Und damit mit dem Beitrag für den Verein das Projekt unterstützen. Und vielleicht sieht der eine oder andere das ja auch so, dass wenn man den schon kostenlos nutzen kann, dass man sich dann wenigstens auf die Art daran beteiligen kann, dass es den auch weiterhin gibt. Also eine tolle Sache. Danke. Ah, super. Die Dinger liebe ich ja. Für irgendwelche Pro-Biker ist das wahrscheinlich Pipi-Kram. Aber ich mag die. Je länger, desto besser. Puh. Kennt ihr das? Früher so. Vor 30, 35 Jahren hatte ich das Gefühl, dass es überall bergab geht. Aber dann ist es wohl so, dass durch die Verschiebung von Kontinentalplatten es zu irgendwelchen Aufhaltungen kommt. Und dadurch ist es immer da, wo ich gerade laufe oder Rad fahre, so, dass es bergauf geht. Sehr merkwürdig. So, jetzt drehen wir mal rum. Da sind schon die ersten Anlieger. Spaßig. Hier haben wir jetzt doch nochmal was ich doch zeigen wollte. Das ist nochmal ein Hindernis oder eine Übung am No-Jokes-Trail. Hier geht's hoch. Dann ist das schon unterbrochen. Sprung. Hier hört es auch auf, aber dann landet man hier und fährt die Schräge runter. Also, ja, ist man schon ein bisschen geübt.
Hier wird es nochmal etwas wellig. So, ich nehme mal rot-blau. Einigermaßen trainiert ist, gut befahrbar. Man muss ja nicht rasen. Das hier ist schon direkt wieder eine andere Nummer. Zwei Sprünge mit unterschiedlichem Gap. Der hintere vielleicht machbar. Den vorderen traue ich mir ehrlich gesagt nicht zu. So, jetzt wird hier ein Waldweg überquert und ich meine, auf der anderen Seite käme noch eine längere North Shore, die auch um die Ecke geht, sodass man, wenn man auf die Bretter fährt, nicht sieht, was hintenrum hinter der Linkskurve ist. Und als wir das letzte Mal hier waren, da standen hier, ich glaube, drei Jungs mit Rädern, Protektoren, Helmen, also ganz offensichtlicher Mountainbiker, und haben hier eine Ziggy-Pause gemacht und haben uns dann vorgelassen. So, hier geht's los. Schickes Wurzelwerk. Kleiner Sprung. Ah, jetzt kann man hier aber schon um die Ecke gucken. Ui, schräg. Oh oh. Gut, jetzt haben die Dinger so an sich, aber zu Fuß ist das jetzt hart an der Grenze zum Abrutschen, trotz Draht. Ja, beim letzten Mal war hier die Ecke zugewachsen, da konnte man halt mit um die Kurve schauen. Hat schon auch ein bisschen Reiz ausgemacht. Leute, guckt euch das an, man weiß ja gar nicht, wo man hier gehen soll. Selbst zu Fuß ist das ja schwieriges Gelände.
So, das war's für heute. Zumindest bis hierhin. Die Runde ist geschafft. Ich hoffe, es gibt ein paar gescheite Bilder. Und dann werde ich die morgen mal zusammenstellen, schneiden und bearbeiten. Und dieser Flow Trail, das ist wirklich eine geniale Anlage. Ich habe jetzt noch etwa 2-3 Kilometer bis zum Auto. Und dann ist das eine wunderbare Einheit gewesen heute. Und dann betrachten wir das mal als erledigt. Und ihr wisst ja, wie immer, jetzt seid ihr dran. Geht raus, bewegt euch, trainiert. Und bleibt locker.